Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Bewerbung auf den Punkt gebracht. Heute mit dem Thema Vorstellungsgespräche. Mein Name ist Michaela Ivano, ich arbeite für die Eto Personalmarketing GmbH und im Berufsalltag tue ich quasi dasselbe, nur umgekehrt. Also heute erzähle ich Ihnen ja, wie Sie, oder nicht wie Ihre, wie Sie, sondern Ihre Schüler sich am besten präsentieren beim Vorstellungsgespräch. Und im Berufsalltag mache ich das eben mit Unternehmen und berate Unternehmen, wie sie einen guten Eindruck bei Bewerbern machen. Ich freue mich auf jeden Fall, heute einmal wieder die Seiten wechseln zu dürfen und Ihnen das Thema Vorstellungsgespräche nahezubringen. Hier einmal unsere Themen im Überblick. Wir schauen uns an, wie bereite ich mich gut auf das Vorstellungsgespräch vor? Wie kleide ich mich am besten für ein gutes Vorstellungsgespräch? Welche Fragen erwarten mich? Und wie mache ich auch bei Online-Interviews einen guten Eindruck? Wir beginnen mit der Vorbereitung, denn die ist das A und O beim Vorstellungsgespräch. Was erwarten Personalerinnen und Personaler von mir als Bewerber? Wir fangen einmal mit den Basics an. Also es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die erwartet werden von Bewerbern. Und das ist in allererster Linie mal Pünktlichkeit, aber auch eine intensive Vorbereitung und Recherche, dass das erkennbar ist, dass ich als Bewerber mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt habe und natürlich auch mit dem Ausbildungsberuf. Dann noch so grundlegende Basics, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, trotzdem noch einmal kurz erwähnt, ein gepflegtes Äußeres, ein angemessenes Benehmen, Freundlichkeit und Ehrlichkeit. Auf das Thema Ehrlichkeit gehen wir gleich nochmal ein, wenn wir bei den Fragen sind, denn da ist es ja ganz häufig so, wenn wir ein bisschen recherchieren und gucken, was sollte ich denn am besten auf die und die Frage antworten, dann wird einem quasi vorgegeben, was man antworten sollte, was sich gut macht im Vorstellungsgespräch. Das ist aber nicht die Lösung, wenn sich das nicht mit der Persönlichkeit des Bewerbers deckt. Und das ist dann eben das Thema Ehrlichkeit, dass man eben so authentisch und ehrlich wie möglich im Vorstellungsgespräch ist. Was dürfen Schülerinnen und Schüler erwarten? Hier auch wieder, wir starten mit den Basics. Das ist natürlich eine ganz außergewöhnliche Prüfungssituation, in die man als Bewerber kommt, insbesondere als Schüler, wenn man noch jung ist und noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hat. Es ist ganz normal, dass Schülerinnen und Schüler nervös sind. Das wissen die Personaler, die Unternehmen auch. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da kann man zum Beispiel auch den Druck rausnehmen als Bewerber selbst und einmal kurz sagen, ich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Also so nimmt man das dann schon alles raus. Die wissen dann auch, wie sie auf sie reagieren können. Und das macht das Gespräch direkt auch schon viel angenehmer. Dann dürfen Schüler erwarten, dass sie in vielen Fällen nicht nur mit einer Person sprechen, sondern mit zwei Personen. Meistens sind es zwei. Es gibt aber auch so Verwaltungen oder Gemeinden zum Beispiel. Da kann man auch mal vor 8 Leuten sitzen und das ist natürlich sehr einschüchternd. Und darauf sollte man sich vorbereiten. Im Idealfall bekommt man sowieso diese Informationen mit der Einladung zum Vorstellungsgespräch. Wenn da keinerlei Informationen erfolgt, dass die Personaler einen einladen und nicht sagen, sie sprechen mit der und der Person oder den und den Personen, dass man dann nochmal nachfragt. Also das so vermeidet man eben so einen Schockmoment, wenn man in dieses Vorstellungsgespräch kommt und plötzlich vor mehreren Menschen sitzt. Auf jeden Fall sollte man sich gefasst machen auf Fragen zur Motivation, denn das Unternehmen möchte natürlich herausfinden, was treibt Sie als Bewerber an? Warum möchten Sie bei uns arbeiten und haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden? In erster Linie geht es vor allen Dingen aber auch darum, die Bewerber kennenzulernen und herauszufinden, ob sie ins Team passen, ob sie ins Unternehmen passen, zur Unternehmensphilosophie. Und wenn die Chemie nicht stimmt, dann ist es egal, wie perfekt das Zeugnis ist, dann passt es einfach nicht. Aber das ist dann auch gut so für beide Seiten. Freundlichkeit natürlich. Im Idealfall darf man sich auf freundliche Personaler freuen und auch auf weitere Details über die Ausbildung. Wie können Schüler sich denn nun bestmöglich vorbereiten? Wir haben hier einmal eine kurze Checkliste, wo alles nochmal aufgelistet ist. Darauf gehen wir gleich auch im Detail nochmal ein. Also, dass man sich einfach vorbereitet mit Informationen über das Unternehmen, dass man typische Bewerbungsfragen vorbereitet, dass man die Selbstpräsentation auch einübt vorher, dass ich übe, wie präsentiere ich mich, wie erzähle ich etwas über mich, um da auch Sicherheit zu gewinnen und nicht so spontan ins offene Messer zu laufen quasi. Und dann gibt es noch ein paar Dinge, die man mitbringen kann. Ich sage nicht sollte oder muss.
Aber zur eigenen Sicherheit kann es manchmal helfen, wenn man ein paar Unterlagen dabei hat. Das sind zum Beispiel die eigenen Bewerbungsunterlagen. Das kann auch die Stellenanzeige sein. Auf jeden Fall Name und Kontaktdaten der Ansprechperson. Und auch ein Notizblock und Stift. Das macht sich sehr, sehr gut, denn das signalisiert Interesse. Im Idealfall notiert man sich auch seine eigenen Fragen, die man ans Unternehmen hat, vorher in diesem Notizblock und dann hat man was dabei. Man kann ja auch kurz immer sagen, ich habe meinen Notizblock dabei, darf ich mir ein paar Notizen machen? Das kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an und signalisiert eben Interesse. Und dann noch, bevor wir weiter ins Thema einsteigen, ein kurzer kleiner Tipp. Das ist nur ein kleines Detail, das aber viel ausmachen kann. Wenn man eingeladen wird zum Vorstellungsgespräch, sagen wir mal per E-Mail, dass man das dann nicht so in der Luft hängen lässt, sondern das kurz bestätigt. Also sagen wir mal, ich bin jetzt der Schüler und ich bekomme eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Ah, super, ich freue mich. Und dann lasse ich das einfach so und ich habe in meinem Kopf, denke ich mir, wahrscheinlich, okay, Termin notiert, da gehe ich hin, bereite mich vor. Aber auf der anderen Seite erwartet der Personaler jetzt, der fragt sich jetzt natürlich, okay, ich bekomme keine Bestätigung, keine Antwort. Hat er meine E-Mail bekommen? Hat er meine Einladung bekommen? Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Und deswegen empfehlen wir auf jeden Fall, dass man da ganz kurz einmal bestätigt. Da genügen zwei freundliche Sätze, dass man sich freut, den Termin bestätigt und nochmal einen kurzen Dank auch zum Ausdruck bringt für die Einladung. Kommen wir zur Recherche. Das ist mit das wichtigste Thema bei der Vorbereitung zum Vorstellungsgespräch und zwar eine eingehende Recherche über das Unternehmen und die Ausbildung. Eine erste Recherche fand im Idealfall sowieso schon bei der Berufsorientierung und bei der Bewerbung statt, denn ich sollte mir natürlich Gedanken machen, bei wem ich mich bewerbe und um welchen Ausbildungsberuf ich mich bewerbe. Und dann steige ich aber natürlich noch tiefer ein, wenn es um das Vorstellungsgespräch geht. Da sollte ich beim Unternehmen auf jeden Fall wissen, was ist der Unternehmenszweck, welche Dienstleistung, welches Produkt steht im Fokus, zu welcher Branche gehört das Unternehmen. Und dann noch so ein paar Hard Facts, wie viele Mitarbeiter gibt es im Unternehmen, wie viele Standorte, welche Standorte, wann wurde das Unternehmen gegründet. Es geht jetzt nicht darum, die komplette Firmenhistorie aufsagen zu können, sondern dass man sich so ein paar Fakten raussucht und über die dann eben sprechen kann. So, dass der Personaler erkennen kann, okay, die Person hat sich damit beschäftigt und zeigt damit Interesse. Dann natürlich auch über die Ausbildung. Also ich sollte mich jetzt nicht zurücklehnen und mir denken, die erzählen mir ja dann im Vorstellungsgespräch sowieso alles über die Ausbildung, sondern ich sollte mich im Vorhinein sowieso ja schon mal damit beschäftigen, ne? Also ich sollte die Ausbildungsinhalte kennen, das Berufsbild, die Aufgaben, die mich erwarten in diesem Beruf, in der Ausbildung und so unternehmensspezifische Dinge, die so ein Ausbildungsbetrieb ausmacht, die kann man dann immer noch erfragen. Aber es sollte erkennbar sein, dass ich mich damit schon beschäftigt habe. Und auch hier, wie beim Thema Berufsorientierung, immer wieder die Selbstreflexion, dass ich mich frage, immer wieder mit mir selbst beschäftige, was macht mich aus, was sind meine Ziele, warum gehe ich diesen Schritt, warum habe ich mich für diese Ausbildung entschieden und warum möchte ich sie in diesem Unternehmen machen. Das sind darüber sollte ich mir sowieso selbstbewusst sein als Bewerber. Aber auch diese Fragen kommen ja auch im Vorstellungsgespräch. Da kommen wir gleich zu. Aber das vermittelt natürlich auch nochmal Sicherheit und man kann ganz anders auftreten im Vorstellungsgespräch. Kommen wir zum Outfit und die Frage, wie kleide ich mich zum Vorstellungsgespräch? Ganz klassisch war es ja früher immer so schick wie möglich im Kostümchen oder im Anzug. Das ist heute nicht mehr gefragt. Und zwar geht es heute eher darum, sich direkt schon dem Unternehmen, bei dem man sich bewirbt, anzupassen. Deswegen unser Tipp, einmal eine Desktop-Recherche machen. Das machen Sie ja sowieso, wenn Sie sich mit dem Unternehmen beschäftigen. Und dass Sie dann auch nochmal auf die Über-uns-Seite sich die Teambilder angucken, die im Idealfall da sind. Und dass Sie dann einmal schauen, okay, wie präsentiert sich das Unternehmen, wie präsentieren sich die Mitarbeiter, wie sind die gekleidet. Und daraus kann ich ja auch schon Informationen über die Arbeitskultur herausziehen, sehen, was für eine Atmosphäre da herrscht und kann mich dann anpassen. Also wenn in dem Unternehmen, ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht, das ist viel besser, als das jetzt so zu erzählen. Wir haben hier einmal ein Beispiel in eigener Sache.
Das ist unser Unternehmen und hier die Über-uns-Seite mit einem Auszug der Mitarbeiter. Und hier können wir sehen, das Motto ist, jeder darf so sein, wie er will, kann sich so kleiden, wie er möchte. Der eine fühlt sich im Sakko wohler, der andere im T-Shirt. Und so weiß ich eben, okay, Persönlichkeit ist gefragt und danach kann ich mich dann richten. Dann gibt es noch ein anderes Unternehmen hier, das ist eine Anlagemanagementberatung. Und hier können wir sehen, hier geht es schon wesentlich formaler zu. Hier ist es dann tatsächlich angebracht, dass ich eine Stoffhose und ein Sakko anziehe und ein Hemd. Die Frage Krawatte oder nicht bleibt hier, ich würde sagen, optional. Die einen tragen Krawatte, die anderen nicht. Und die Frage ist aber auch, wenn ich mich für eine Krawatte entscheide, wenn ich das machen möchte, bin ich Krawatte oder bin ich nicht Krawatte? Kann ich eine Krawatte binden oder sieht das schlimm aus, dass ich das gerade das erste Mal versucht habe? Dann sollte ich das lieber lassen. Vor allen Dingen, wenn ich hier Optionen geboten bekomme. Und ich kann mich ja einfach vernünftig kleiden. Auch ohne Krawatte. Das Wichtigste am Ende bei der Wahl des Outfits ist, dass es gepflegt ist, dass es angemessen ist, also passt, dass es intakt ist. Also auch wenn es ein Trend ist, irgendwie Jeans mit Löchern, nicht zum Vorstellungsgespräch. Es sollte passen, also weder zu eng noch zu locker sein. Und auch Ihre Persönlichkeit oder die Persönlichkeit des Bewerbers spiegeln, reflektieren und eben authentisch sein. Aber gepflegt. Und gepflegt aussehen kann man auch mit einer guten Jeans und einem ordentlich gebügelten Hemd oder auch einem qualitativ hochwertigen T-Shirt. Körpersprache, noch ganz kurz das Thema Körpersprache, denn der Körper spricht immer, auch wenn wir schweigen. Und da ist eben ganz wichtig, viele Schüler haben diese Selbst- und Fremdwahrnehmung noch nicht so ganz reflektiert. Und deswegen ist es da ganz hilfreich, wenn jemand da ist, der ihnen so ein paar Tipps gibt, wenn man vielleicht auch mal das Vorstellungsgespräch generell in einem Rollenspiel übt, entweder mit ihnen als Lehrer oder auch mit Freunden und Familie, dass die einem dann nochmal Tipps geben können, hey, wie kommst du gerade rüber? Und bei der Körpersprache ist es natürlich wichtig, dass wir einmal Haltung zeigen, dass wir nicht in uns zusammensinken und dadurch schwach und ängstlich rüberkommen, sondern eben Haltung zeigen, eine offene Körpersprache, das heißt nicht die Arme verschränken, das signalisiert Desinteresse oder dann gibt es natürlich auch noch immer wieder so ein paar Experten, die sich so in den Stuhl flätzen beim Vorstellungsgespräch. Das kommt gar nicht gut an, denn das signalisiert Faulheit und auch wieder Desinteresse. Und deswegen ist auch das Thema Haltung eben ganz wichtig beim Vorstellungsgespräch. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Kommen wir zum spannenden Thema der Bewerbungsfragen. Da gibt es einige Fragen, ich nenne sie die Klassiker, auf die man sich gefasst machen kann, die mit ziemlicher Sicherheit auf jeden Fall gestellt werden, wenn auch nicht alle, aber ein paar davon bestimmt auf jeden Fall. Und das ist zum Beispiel, erzählen Sie uns etwas über sich. Ja, da möchte man, dass der Bewerber ins Sprechen kommt, dass er ein bisschen was über sich erzählt. Da hört man dann raus auch, okay, wo ist sein Fokus, worauf ist er vielleicht besonders stolz? Und dann noch die Frage, was sind Ihre Lieblingsfächer, was sind Ihre Stärken und Schwächen? Stärken und Schwächen, das ist immer noch so eine klassische Frage, die gerne gestellt wird, die mir persönlich nicht gefällt und die ich auch in meinem Beruf als Recruiterin damals nicht gestellt habe, weil ich da nie ehrliche Antworten bekommen habe, sondern immer die Antworten, die Google einem empfiehlt, die ich geben sollte. Also alle hatten die Schwäche Ehrgeiz, Perfektionismus. Also immer, da wird einem ja immer empfohlen, dass man eine Schwäche angeben soll, die man auch als Stärke auslegen kann. Ja? Und wenn das aber nicht zu mir passt, wenn ich in meiner Persönlichkeit, wenn ich nicht perfektionistisch bin, warum sollte ich das dann sagen? Ja, also was ist eine gute Schwäche? Oder was ist auch eine gute Stärke? Über seine Stärken sollte man sich sowieso bewusst sein. Und die Stärken sollten auch immer einen Bezug zum Ausbildungsberuf oder zum Beruflichen haben. Ja, das kann auch aus einem Hobby heraus entwickelt werden. Denn Schüler haben ja in der Regel noch nicht so viel Praktikums- oder Berufserfahrung. Und da können die dann immer auch auf so Hobbys eingehen. Wenn sie zum Beispiel in einem Fußballverein spielen, dann kann man Teamplay, Zusammenhalt, Unterstützung, Hilfsbereitschaft als Stärken mit angeben, denn die sind auch im Beruflichen gefragt, also je nach Beruf, aber im Grunde genommen ist Teamplay eine wichtige Stärke, die meistens gefragt ist. Schwächen. Bei den Schwächen darf man
gerne ohne Bezug zum Beruf was erzählen. Also wenn ich mich jetzt für einen Beruf bewerbe, bei dem Englisch keine große Rolle spielt, ja, dann kann ich gerne bei der Schwäche Englisch nennen. Dann kann ich zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Es kommt natürlich immer auf die Persönlichkeit an, aber dann kann ich sagen, hey, ich wünschte, ich würde besser Englisch sprechen oder fließender Englisch sprechen, aber ich belege noch einen Abendkurs, weil das steht noch auf meiner Agenda. Also die wollen auch hören, die Personaler wollen hören, dass ich reflektieren kann, dass ich mir meiner Stärken und Schwächen bewusst bin und dass ich auch bereit bin, an meinen Schwächen zu arbeiten. Insbesondere auch bei Schülern mit Flüchtlingshintergrund, mit Migrationshintergrund, die sehr gut Deutsch sprechen, kann man das wunderbar sympathisch nutzen. Da kann man sagen, hey, ich spreche schon total gut Deutsch, ich habe das innerhalb von 2 Jahren gelernt, aber ich wünschte, ich würde es noch fließender sprechen, aber ich arbeite jeden Tag daran. Ja, das ist eine ganz sympathische Schwäche und es ist vollkommen egal, um welchen Beruf es geht. Und damit kann man auf jeden Fall einen guten Eindruck machen. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? So, diese Frage ist darauf ausgerichtet, dass man hören will, hat der Mensch Ziele oder lebt er einfach so in den Tag hinein? Und da wünschen sich Unternehmen natürlich, dass das Ziel ist, dass man nach Abschluss der Ausbildung noch bei ihnen ist. Warum haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden? Warum möchten Sie Ihre Ausbildung bei uns machen? Was erwarten Sie von der Ausbildung von uns? Das sind so generelle Fragen, die ich mir sowieso vorher schon beantwortet haben sollte, schon bevor ich mich bewerbe. Von daher, die sollte man aus dem FF beantworten können. Warum sind Sie der richtige Kandidat für uns? Was macht Sie besser als die anderen Kandidaten? Hier geht es jetzt nicht darum zu sagen, hey, ich bin sowieso der Beste, sondern diese Frage bietet mir als Bewerber noch einmal die Möglichkeit, meine Stärken herauszustellen und darauf noch mal einzugehen und zu zeigen, was für Stärken ich ins Unternehmen einbringen kann. Und zu guter Letzt, was wissen Sie über unser Unternehmen? Die Klassikerfrage, wenn man da so 3, 4 Stichworte benennen kann, natürlich ausformuliert, dann hat man da auch schon gut gepunktet. Neben den Klassikern gibt es auch alternative Fragen, wie ich sie nenne. Man nennt sie auch die Stresstestfragen, die Charakterfragen. Und die bekommt man vielleicht nicht im ersten Vorstellungsgespräch gleich gestellt, aber es ist trotzdem gut, sich darauf vorzubereiten und darauf gefasst zu sein und sich zu überlegen, wie man am besten damit umgeht. Eine dieser Fragen könnte zum Beispiel sein, können Sie gut mit Stress umgehen? Und da empfehle ich auf jeden Fall nicht einfach nur mit Ja oder Nein zu antworten, sondern das kurz auszuführen. Ja? Also im Idealfall ist die Antwort Ja. Und dass man dann nochmal kurz erklärt, in welcher Situation man gut mit Stress umgegangen ist. Das kann jetzt für Schüler im Besonderen so Prüfungsstress gewesen sein, dass man da dann einfach kurz was drüber erzählt, wie man mit dieser Situation umgegangen ist und so eben beweist, dass man gut mit Stress umgehen kann. Im nächsten Schritt schauen wir uns einmal ein paar knifflige Fragen an, auf die es auch ganz gut ist, vorbereitet zu sein, ob sie nun zutreffen oder nicht. Und die Frage, wie reagiert man am besten auf diese kniffligen Fragen? Und das sind zum Beispiel Fragen nach Lücken im Lebenslauf. Wie umgeht man die? Am besten, indem man gar keine Lücken zulässt im Lebenslauf. Und zwar sollte man seinen Lebenslauf so lückenlos wie möglich eben aufführen und so Lücken kann man dann benennen mit Bewerbungsphase oder Umzug nach Deutschland oder persönliche Auszeit. Oder das kann auch eine Reise sein, eben je nachdem, was am ehesten zutrifft. Hier sollte man natürlich ehrlich bleiben und sich überlegen, wie man so eine Lücke am besten angeben kann. Dann gibt es noch, die Frage ist eigentlich nicht erlaubt, aber sie wird trotzdem manchmal gestellt. Und das sind die Fragen nach psychischen Erkrankungen. Diese Art Fragen muss man gar nicht beantworten. Falls es da aber eine längere Phase gab, kann man zum Beispiel sagen, dass man schwer erkrankt und der Genesungsprozess langwierig war. So bleibt man auch bei der Wahrheit, ohne zu persönlich Auskunft zu geben, ohne zu sagen zu müssen, ich war ein Jahr lang wegen Depression in der Klinik. Das geht niemandem etwas an und hat auch im Vorstellungsgespräch nichts zu suchen. Wo wir gerade schon bei unerlaubten Fragen waren, kommen wir jetzt noch zu weiteren unerlaubten Fragen und dazu, wie man am besten darauf reagiert. Nicht erlaubt sind zum Beispiel Fragen nach der sexuellen Orientierung, nach dem Kinderwunsch, nach dem Familienstand, Religion oder politischer Einstellung. Diese Art Fragen müssen Sie nicht beantworten. Sie können höflich aber bestimmt
einfach die Antwort verweigern. Der Ton macht die Musik, also immer höflich und freundlich bleiben. Sie können Ihren Gesprächspartner auch darauf aufmerksam machen, dass er Ihnen diese Frage eigentlich gar nicht stellen darf, oder fragen, zu welchem Zweck er diese Informationen denn benötigt. Sie können, rein theoretisch, können Sie diese Frage auch beantworten und dabei lügen. Wäre immer noch legitim, weil der Personaler, wenn er eine solche Frage stellt, sich ja auch schon außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen bewegt. Und deswegen könnten Sie rein theoretisch auch lügen. Aber das möchte man natürlich eigentlich nicht, ne? Das Credo, interessant ist der, der sich ehrlich interessiert, sollte jeder Bewerber beherzigen und auf jeden Fall Interesse signalisieren. Und das kann man sehr gut machen, indem man aufmerksam bleibt im Gespräch und indem man Fragen stellt. Ja, ich habe eben schon einmal kurz erwähnt, dass man sich vorher Gedanken machen sollte, wenn ich recherchiere und ich sehe, oh, diese und diese Frage bleibt mir noch unbeantwortet, dass ich die in meinem Notizbuch notiere und das Notizbuch dann dabei habe, auspacken kann und meine Fragen dann stellen kann. Was sind so gute Fragen, die ich im Bewerbungsgespräch stellen kann? Das sind zum Beispiel: Welche Erwartungen hat das Unternehmen an gute Auszubildende? Wie läuft die Einarbeitung ab? Habe ich einen Ansprechpartner, der für mich zuständig ist? Wie stehen die Chancen, nach der Ausbildung übernommen zu werden? Was gefällt Ihnen persönlich hier am besten? Das lässt dann noch einmal einen Einblick zu, was die Person dort hält und dort motiviert, ob sie zufrieden ist oder ob sie eher da ist aus Mangel an Alternativen. Daraus kann man natürlich dann auch seine Schlüsse ziehen. Die hatten wir schon. Wie ist das Ausbildungsgehalt? Gibt es einen Tarifvertrag? Kann man durchaus auch stellen. Diese Frage ist absolut legitim, wenn die nicht schon im Vorhinein beantwortet wurde. Dann natürlich auch die Frage nach Arbeitskleidung, je nach Beruf. Gibt es Arbeitskleidung? Gibt es eine Uniform? Wird die gestellt? Gibt es einen Zeitplan für die Entscheidung? Also wann kann ich nach dem Vorstellungsgespräch mit einer Antwort rechnen? Das sind so alles Fragen, die man stellen kann. Keine Option sollte sein, keine Fragen zu stellen, denn das signalisiert ganz klar Desinteresse und das will man nicht. Wir haben hier nochmal einen kurzen Überblick, wie so ein Vorstellungsgespräch abläuft. Man kann das quasi in 5 Phasen einteilen. Legen Sie sich nicht komplett darauf fest, wie diese Grafik hier aussieht. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie so ein klassisches Gespräch abläuft. Der beginnt meistens mit Smalltalk und Smalltalk eine kurze Begrüßung, eine namentliche Vorstellung der Anwesenden. Ihnen wird, den Bewerbern wird Wasser angeboten, zum Beispiel, es wird nach der Anreise gefragt. Das versucht so ein bisschen locker ins Gespräch zu gehen. Kurze Begrüßung vielleicht, jetzt gerade in Pandemiezeiten ist der Handdruck natürlich nicht mehr zeitgemäß und da sollte man als Bewerber einfach kurz warten, was der Personaler einem anbietet, ne? Ob er einem die Faust gibt oder ob er einfach da steht und dann richtet man sich einfach danach, ne? Und da bleibt man natürlich aufmerksam und kann dann darauf reagieren. In der zweiten Phase ist es in der Regel so, dass der Arbeitgeber die Zeit nutzt, um sich vorzustellen, sich selbst, das Unternehmen, die Kultur, die Produkte, die Organisation, die Dienstleistung, was auch immer es ist gerade, und dann auch schon die Stelle oder die Ausbildung in Kürze beschreibt. Im nächsten Schritt geht es dann um die Selbstpräsentation. Da sind dann die Bewerber komplett gefragt und präsentieren sich selbst, stellen sich selbst vor, beantworten die Fragen, die sie gestellt bekommen und haben im Anschluss daran die Möglichkeit, selbst Rückfragen zu stellen, wie wir eben ja auch schon hatten. Und diese Möglichkeit sollten Sie auf jeden Fall auch wahrnehmen. Und zum Abschluss steht natürlich der Abschied. Man bedankt sich für das Gespräch und die Chance, eingeladen worden zu sein, sich vorstellen zu dürfen und kann dann auch noch mal kurz abfragen, wie sind jetzt die weiteren Schritte. Dann haben wir das Online-Interview. Das ist ja auch inzwischen immer wieder Thema und wird sehr gerne von Unternehmen genutzt. Und auch hier gibt es einige Dinge zu beachten. Deswegen möchte ich da auch noch mal kurz drauf eingehen, was es im Online-Interview alles zu beachten gilt. Und zwar beginnt ein gutes Online-Interview mit einem passenden Rahmen. Also, dass ich als Bewerber schon nicht reinstolpere, sondern mich vorbereite, dass ich schaue, wo ist ein ruhiger Ort, an dem ich nicht gestört werde? Wo habe ich gutes Licht? Wo fühle ich mich wohl? Ja, wenn jetzt der einzige freie Raum gerade zu Hause der
der Küchentisch ist in der Küche und da ist überall Chaos und hier fühle ich mich wohl, dann wird auch das Gespräch nicht gut. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass ich mir Gedanken mache, wo führe ich das Gespräch, dass ich vorher meine Familie instruiere und ihnen sage, hey, bleibt aus diesem Zimmer raus oder am besten ganz aus der Wohnung oder aus dem Haus, wie auch immer. Und dass man auf jeden Fall dafür sorgt, dass man ungestört ist. Dann bereitet man sich ganz normal auf das Vorstellungsgespräch vor, als wäre es auch ein persönliches. Im Idealfall nutzt man einen Computer oder einen Laptop und nicht das Handy. So ein Handy führt zu viel zu viel Unruhe, wenn man es in der Hand hält. Und natürlich der Technikcheck. Ja? Also funktioniert der Lautsprecher? Mit Kopfhörern ist der Ton am meistens besser. Ist die Kamera an? So, dass man hier einmal die Grundbedingungen, die Grundvoraussetzungen einmal abcheckt. Dann gibt es hier im Besonderen bei Online-Interviews auch bei der Kleidung einige Dinge zu beachten. Es gibt nämlich bestimmte Konstellationen, bei denen die Kameras an die Grenzen des Machbaren kommen. Und da möchte man natürlich für ein störungsfreies Bild sorgen, denn alles andere, wenn es zu Geflacker führt, ist natürlich für alle Beteiligten belästigend und führt automatisch schon zu Minuspunkten. Und die kann man eben verhindern, indem man sich kurz Gedanken macht, man zum Beispiel auf Kleidung mit kleinen Mustern oder generell mit Mustern verzichtet. Am besten bevorzugt man eindeutige Farben, möglichst einfarbige Kleidung, die sich auch vom Hintergrund abhebt. Also dunkel vor hell, hell vor dunkel. Einmal, damit man nicht irgendwie mit eins mit der Wand wird. Der Background-Check. Also man sollte als Bewerber immer bedenken, dass man bei so einem Online-Interview, das man zu Hause durchführt, seinem Gegenüber viel, viel mehr Einblicke gewährt, als es in einem persönlichen Vorstellungsgespräch im Büro der Fall wäre. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass ich mir überlege, was möchte ich preisgeben. Am besten fährt man neutral mit einer weißen Wand hinter sich und nicht, das habe ich auch schon erlebt, dass die Bewerber irgendwie, da sah ich hinten das Kinderbett, eine mit Postern zugekleisterte Wand, Teller auf dem Boden gestapelt. Das möchte man nicht sehen, das kommt nicht gut an. Und deswegen ist es so neutral wie möglich immer am besten. Und natürlich Ordnung. Auch auf dem Tisch sollte Ordnung herrschen. Ja? Maximal ein Glas Wasser und ein Notizbuch mit Stift. Alles andere ist zu viel und macht alle Beteiligten nervös. Dann gibt es noch eine Etikette zu beachten. Und das ist, wir haben eben schon über Kleidung gesprochen, man sollte sich genauso kleiden wie für ein persönliches Gespräch. Also das bedeutet inklusive Hose und nicht in Boxershorts oder so da sitzen und oben mit Sakko. Man weiß nie, vielleicht muss man kurz aufstehen oder so. Und dann ist das ein bisschen unangenehm für beide Seiten. Genau, dann nochmal das Thema Haltung, auch beim Online-Interview, ja, dass man schaut, dass man gerade und aufrecht vor dem Bildschirm sitzt und dass man geradeaus in die Kamera sehen kann und nicht seinen Laptop irgendwie weiter unten hat und die ganze Zeit so runterguckt, wahrscheinlich noch ganz nah, sodass man die Nasenhaare oder sonst irgendwas sieht, was man nicht sehen möchte. Ja, und deswegen, man kann sich auch mit Büchern kurz seinen Laptop ein bisschen höher stellen, dass man da gut und gerade reinschaut. Dann hatten wir eben schon gegebenenfalls ein Glas Wasser bereithalten. Man sollte auf gar keinen Fall aus der Flasche trinken. Am schlimmsten wären noch diese 3 Liter Energy Drink Flaschen. Auf gar keinen Fall bitte. Ein Glas Wasser genügt. Und auch wenn Sie ein Glas Wasser trinken, auf gar keinen Fall ins Mikrofon. Das macht ganz unangenehme Geräusche und die wollen wir ja verhindern. Und Essen ist sowieso ein No-Go. Also Essen sollte generell keine Option sein. Und dann noch zu guter Letzt ein Tipp, dass man alle anderen Anwendungen auf dem Computer ausschaltet, alle anderen Seiten schließt und das Handy in den Flugmodus stellt oder am besten ganz weg, um komplett gar keine Ablenkungen zuzulassen. Ja? Auch wenn man das Handy neben dem Laptop liegen hat und man hat es von mir aus auf lautlos, wenn da eine Nachricht aufploppt, auch wenn sie lautlos aufploppt, ich gucke automatisch drauf und bin sofort abgelenkt. Und das fällt auch meinem Gegenüber auf. Und deswegen sollte das Handy gar nicht erst in Reichweite sein während des Online-Interviews. Nun noch ein paar allgemeine Hinweise, Do's and Don'ts fürs Vorstellungsgespräch, die man sich noch mal so ein bisschen merken kann. Also wozu sagen wir ein großes Ja? Auf jeden Fall lächeln, freundlich und aufmerksam bleiben, offen sagen, dass man aufgeregt ist, auf seine Körpersprache achten,
alle Ansprechpartner wahrnehmen. Also selbst wenn ich jetzt, wenn nur eine Person aktiv mit mir spricht und die andere vielleicht weniger, dass ich trotzdem alle kurz wahrnehme, immer wieder auch ansehe und ins Gespräch gehe. Vorbereitet sein, also wie gesagt, vorbereitet sein, das ist das A und O, dass ich da nicht spontan reinstolpere in dieses Gespräch, mein Handy ausgeschaltet ist, dass ich Interesse zeige, Fragen stelle, ein Notizbuch dabei habe und mir auch Notizen mache und hieraus auch meine Fragen lesen kann. Die Don'ts, was sollte ich auf jeden Fall als Bewerber vermeiden? Zu spät kommen, absolutes No-Go. Zum Thema Pünktlichkeit, wie pünktlich ist gut pünktlich und wie pünktlich ist schlecht pünktlich. Also eine halbe Stunde zu früh ist definitiv zu viel. Ein guter Rahmen sind so 10 bis 15 Minuten vorher. 5 Minuten vorher gingen auch noch, aber das würde ich nicht empfehlen, denn Sie wollen ja auch nicht gehetzt ins Gespräch stolpern, sondern schon auch kurz die Möglichkeit haben, wenn Sie angekommen sind als Bewerber, dass man sich dann noch mal kurz hinsetzt, kurz die Möglichkeit hat, durchzuatmen. Und deswegen sind so 10 bis 15 Minuten vorher da sein ganz gut. Wenn ich eine längere Anreise habe oder wenn ich ein bisschen umsteigen muss oder wie auch immer, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, unbedingt genügend Puffer einbauen, um eben zu vermeiden, dass man dann zu spät kommt. Ein weiteres absolutes No-Go ist unvorbereitet erscheinen. Dann zum Thema Körpersprache herumhampeln oder zappeln, wenn ich nervös bin. Ist verständlich, aber da sollte man sich kurz immer reflektieren und das üben im Vorhinein. Eltern sollte man auf gar keinen Fall mit ins Gespräch nehmen. Kommt nicht so gut an. Schlecht über andere reden. Das können andere Firmen sein, Praktikumserfahrungen, Lehrer oder Mitschüler oder Fächer. Also das sollte man auf jeden Fall vermeiden, denn das macht keinen guten Eindruck, wenn man schlecht über andere spricht. Und auch keinen guten Eindruck macht es, wenn man direkt als erstes nach Urlaub und Geld fragt. Also es sind legitime Fragen, aber nicht, wenn sie als allererstes gestellt werden. Solche Fragen sollten immer erst zum Schluss gestellt werden, wenn sie nicht vorher sowieso schon beantwortet wurden. Zum Schluss noch ein Tipp. Unbedingt authentisch und ehrlich bleiben. Nicht das antworten, was ich denke, dass mein Gegenüber von mir hören will, sondern ehrlich bleiben und sich möglichst authentisch und ehrlich präsentieren mit all seinen Stärken, die Bezug zum Beruf haben und den Schwächen, die keinen Bezug zum Beruf haben, wenn das gefragt ist. Ansonsten natürlich nicht unaufgefordert über seine Schwächen sprechen. Nach dem Vorstellungsgespräch. So, wie reagiere ich oder wie agiere ich als Bewerber nach dem Vorstellungsgespräch? Sollte sich der Betrieb nach dem Vorstellungsgespräch nicht innerhalb der zugesagten Frist zurückgemeldet haben, kann man als Bewerber oder sollte man als Bewerber sehr, sehr gerne zum Hörer greifen und einmal kurz nachfragen, ganz freundlich beim Ansprechpartner nachfragen, wie sieht's aus? Einfach nach dem aktuellen Stand fragen. Meistens haben die so viel Stress in der Personalabteilung, dass das irgendwie untergeht. Und das schadet auf gar keinen Fall, wenn man da einmal kurz nachfragt. Sollte man eine Absage erhalten, sollte man diese nicht persönlich nehmen. Das hat in vielen Fällen nichts mit einem persönlich zu tun. Das sind meistens oder in vielen Fällen ganz andere Faktoren. Trotzdem kann man natürlich sehr gerne nach Feedback fragen, also sich einfach Feedback einholen. Dieses sollte man sich telefonisch holen, da man auf eine schriftliche Anfrage auf gar keinen Fall eine Antwort bekommen will, denn da möchten die Unternehmen sich natürlich schützen, rechtlich schützen. Und deswegen empfehlen wir, wenn Sie Interesse haben oder wenn die Bewerber Interesse haben, sich dann Feedback zu holen, was auch nicht schaden kann, dass man dann einmal kurz anruft und nachfragt. Nochmal zum Schluss eine kleine Übersicht, was sind so die wichtigsten Faktoren für mein Vorstellungsgespräch als Bewerber. Eine gute Vorbereitung ist das A und O, es geht nicht ohne. Selbstreflexion, Authentizität, Körpersprache, das richtige Setting, Pünktlichkeit, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit und Interesse. Interesse ist der Schlüssel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg!